Ja, meine Freunde, willkommen auf meiner Inselrundfahrt Koh Kut. Ich zeige euch heute die besten Strände. Ich zeige euch meine Erfahrungen, was ich gesehen habe. Ich zeige euch auf jeden Fall, was euch weiterbringt, meine Freunde. Wenn ihr herkommen wollt, Koh Kut, ist es noch Thailands Paradies? Wie sieht es aktuell aus, meine Freunde? Hier in dem Video erfahrt ihr es. Ich bin Stefan Chang. Willkommen auf meiner Inseltour. Fahrt mit. Peace. Schaut mal, Freunde, das ist auch so typisch Koh Kut-Wege. Fährst du jetzt hier lang oder fährst du hier lang oder fährst du jetzt hier lang? Für viele Leute ist es hier auf Koh Kut der schönste Strand. Das ist der Klong Hin Beach. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich auch der Strand, wo plötzlich die Straße abreißt und dann fährst du einen schönen Feldweg, einen schönen Inselweg, meine Freunde. Guck mal. Also viele Leute sagen, das hier ist der schönste Strand und den gucken wir uns jetzt mal an. Klong Hin Beach, meine Freunde. Da gibt es auf jeden Fall auch Restaurant, da gibt es Möglichkeiten. Jetzt sind wir mal gespannt, was los ist. Die meisten Leute sagen, der schönste Beach. Ja, ist auf jeden Fall auch gemütlich. Also hier ist ein direkt gleich ein Resort wieder, wo ihr übernachten könnt und habt gleich wieder einen geilen Strand vor der Tür. Ja, hier geht schon mal die Bucht auf. Ziemlich weit, wie das Wasser hier so reingeht. Schaut mal, es geht ziemlich weit hinter. Das ist ein sehr schöner Strand. Und schaut mal, lass uns noch mal ein bisschen ins Wasser gehen. Wie sauber und wie klar das immer ist hier. Das ist faszinierend. Hört mal hin auf das Meeresrauschen, meine Freunde. Mal kurz Augen zumachen. Geführte Meditation, Stefan Chang. Ich mache jetzt ein Yoga auch bald. Irgendwann mache ich Motivation, Mindset Coach. Irgendwann mache ich WhatsApp-Gruppen, wo du Geld mit Kryptos verdienen kannst, meine Freunde. Spaß beiseite. Ab und zu mal so ein paar Äuglein schließen und so ein Meeresrauschen auflegen, ist auf jeden Fall positiv. Das sollte man tun, dass man sich mal so ein bisschen wieder besinnt. Meditation ist was Tolles. Ja, und so ein kleiner Fact ist, die Insel ist gute 110 Quadratkilometer groß und das ist halt ungefähr nur die Hälfte von Koh Chang. Also so könnt ihr das einordnen. Das heißt, hier bei diesen Trattinseln, Koh Chang ist die große, danach kommt Koh Mak, sie ist unglaublich klein, aber hat auch einen unglaublich geilen Charme. Und dann kommt Koh Kut. Koh Kut ist wieder ein Ticken größer natürlich, und zwar die Hälfte so groß wie Koh Chang. Der Parkplatz von Bang Bao Beach, meine Freunde, jetzt gucken wir mal. Jetzt sind Scooter ohne Ende hier, ich bin mal gespannt, wie viele Leute. Gucken wir uns mal den Beach an, was der hier zu bieten hat. Ja, das ist ja eher so der, ich leih mir ein Kajak aus mit einem Paddel und einer Schwimmweste-Style hier. Und Hängematten natürlich. Hängematten-Style ist eh klar. So, jetzt gucken wir mal raus hier. Auch schön, auch schön. Was sagt ihr? Auch schön. Und wisst ihr, auch wieder ruhig. Schaut mal, wie viele Leute da sind. Da hocken zwei hinter mir, ist eine kleine Familie, Fall erledigt. Es ist schön, es ist alles sauber, das Wasser ist sauber, es ist klar, man kennt es.
Es ist Kukut. Auch schön, meine Freunde. Wer kennt es nicht? Siam Beach, Kukut. Der legendäre Steg hier. Ja, es ist wunderschön. Bang Bao Beach, auch Siam Beach genannt. Auch einer der Strände, die ich empfehlen kann. Also es gibt in Kukut keinen Strand, den ich nicht empfehlen kann. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Es ist schwierig. Es ist schwierig, was zu empfehlen, weil alle schön sind. Schaut mal. Immer glasklares Wasser, immer weißer Sand, immer wenig Leute, immer geile Palmen, immer Schatten, wenn du chillen willst. Es ist Bombe. Es ist wie immer. Es ist eigentlich, Kukut ist immer so. Du hast den Strand und du hast Hütten danach gleich. Die Hütten, wo du mieten kannst, du hast Bungalows, du hast Resorts. Und da kannst du im Endeffekt schlafen, direkt am Strand. Und dann hast du hier noch eine Bar, die Barbecue. Und die ist sicher am Abend auch gut befüllt, wenn mehr los wäre. Guck mal, Barbecue. Das hier ist so die größte Bar hier an Bang Bao Beach. Und ich sage euch eins, es ist nirgendwo Müll, meine Freunde. Es ist kein Müll hier. Also entweder wird das alles so perfekt zusammengeräumt und dann habe ich wirklich Respekt davor. Also wenn man den Leuten jede Nacht das zusammenräumen lässt, dann fetten Respekt. Also es ist wirklich kein Müll, meine Freunde. Es ist kein Müll. Massagebuden direkt am Strand. 300 Baht die Stunde. Mit Öl 500 Baht, das ist so Standard. Hier seht ihr so Häuser, wo man eben direkt am Strand pennen kann. Das ist so eigentlich der Standard. Und so ist Kukut immer aufgebaut. Du hast deinen Strand, du hast geiles Wasser, Leute chillen so ein bisschen, du hast Schatten mit den Palmen, mit den Bäumen. Du hast gleich Hütten, die, wo du pennen kannst. Und der Fall ist erledigt. Und du hast meistens in jedem Strand noch irgendwie so ein, zwei Resorts mit ihren Restaurants. Und da isst du am Abend. Und das tut man hier. Genau das tut man hier auf Kukut. Man macht nicht irgendwie die fette Action, sondern man pennt in seiner Hütte, man geht zum Strand, man geht in die Bar, man geht wieder ins Bett, meine Freunde. Das ist Kukut. Und das hier sind so typische Hütten, die du mietest, und zwar genau 3 Meter vom Strand weg. Und diese Hütten sind einfach dann bei 4.000, 5.000 Baht die Nacht. Und günstiger kriegst du nicht. Also so diese Nähe zum Strand, eher mehr, meine Freunde, eher mehr. Yo, die ganze Insel, müsst ihr euch vorstellen, ist halt sehr, sehr, ich würde mal sagen free. Also die ist sehr, sehr unbebaut. Wenn ich mir das so alles anschaue, dann habe ich das Gefühl, 98% von der ganzen Insel sind eigentlich unbebaut. Also es gibt wieder wie auf Koh Chang diese eine Straße im Endeffekt. Und schaut mal, ich bin hier am steilsten Stück. Das kommt auf der Kamera wieder nicht so rüber. Guck mal. Und da ist auch wieder ein schöner Ausblick, ein Viewpoint aus Fischerdorf, meine Freunde. Guck mal. So. Kurze Viewpoint-Action. Gucken wir mal. Schaut mal, einmaliger Blick, Viewpoint Fischerdorf. Wir sind Ao Chak Bay. Das ist im Endeffekt ganz im Osten, im Südosten des Fischerdorf. Und da gibt es natürlich gutes Seafood. Da gibt es natürlich, guck mal, Kukut Seafood. Wenn dann hier, meine Freunde, frisch von den Fischern. Und da gucken wir uns jetzt mal das Dorf an, was da so passiert, wie das aussieht. Guck mal. Da sieht man schon die Fischerboote, die täglich rausfahren. Da werden die Angeln gespannt, meine Freunde. Guck mal. Saudi Cup. Cup.
freundliche Menschen. Kajak kannst du dir, Kanus, Kajaks kannst du dir ausleihen. Ja, und da hocken schon die ersten Leute in einem netten Seafood-Restaurant. Sehr nice. Hier ist noch so traditionell, guck mal, Fische fangen. Noch so alte Netze gespannt. Weiß der Teufel, wie das Handwerk hier wirklich funktioniert. Aber es wird immer noch so genutzt. Und hier ist zum Beispiel ein Lokal, wo gut besucht ist scheinbar um die Uhrzeit. Da gibt es lecker Seafood. Gucken wir mal nach hinten, was hier noch so alles passiert. Okay. Ja, da geht einiges, schaut mal. So Kalamaris. Ich bin jetzt auch kein krasser Fachmann. Aber Muscheln. Ja, ihr seht schon, da geht einiges. Also Seafood-technisch kommst du hier, ist das ein Rochen hier, oder? Kommst du hier voll auf deine Kosten. Chonchia Seafood. Wer Bock hat auf Seafood, fresh, kommt hierher. Koh Kut, Ao Chak Bay, Südosten, Fischerdorf. Da werden Netze wieder zusammengeflickt innen. Hier sind Netze zum Ausschmeißen. Also hier wird halt noch wirklich dem Fischereihandwerk sozusagen, wenn man es so möchte, nachgegangen. Da seht ihr, haben die Fische ihre Boote, haben genügend Benzin dabei, auch hier im zweiten Boot siehst du es. Das ist hier einfach real Fischerei-Style. Wer auf das steht, wer selber fischen möchte oder vielleicht mit den lokalen Fischern mal rausfahren möchte, ist das, glaube ich, hier ein ziemlich geiler Ort, dass man da ein bisschen Connection knüpft, vielleicht mal selber eine Route ins Wasser schmeißt oder einfach nur sich einen leckeren Teller von dem köstlichen Seafood gönnt. Hier wird noch ein altes Fischerboot repariert. Kann man mal kurz zugucken. Irgendwas läuft unrund, aber die Jungs, die sich auskennen, sind am Start. Da habe ich keine Bedenken, die machen das. Hier seht ihr auch nochmal Sanuksananghi, Banaoyai. Ja. Also hier könnt ihr safe auch mit den Fischern mitfahren. Hier kann man wahrscheinlich auch schnorcheln, so wie es aussieht, beziehungsweise mit den Jungs vielleicht sogar gemeinsam abhängen. Why not? Guckt es euch an. Würde ich jetzt wissen, wie so ein thailändisches Petri Heil heißt, würde ich es hier in die Runde schmeißen. Ja. Weiß ich aber nicht, wie es heißt. Jo, und hier am Fischerdorf, die steilsten Straßen wieder. Wenn ihr hierher fahrt mit dem Scooter, ein bisschen Obacht geben. Da geht es teilweise schon mal richtig nach unten und vor allem nach oben. Also bei mir 100 Kilo, 125 Kubik Scooter, da bist du auf Anschlag. Also eine zweite Person hinten würde arg schwer laufen. Die sind wirklich steil, also die sind steiler als auf Koh Chang. Es kommt auf der Kamera nicht so rüber, aber ich zeig's euch. Und ich muss Vollgas geben, meine Freunde. Guck mal. Und jetzt Vollgas. Es geht, aber es war noch ein Steiler vorher dabei. Da habe ich echt gedacht, ich muss absteigen. So sehen die Straßen aus. Das ist die Main Road, the only one, the Main Road von Koh Kut. Ich habe gerade was Grandioses entdeckt, und zwar die Jungs, die diesen Scooter vermieten, die haben die Bremse, die Anlass, wenn du den Scooter anlässt, ihr wisst, jeder weiß, diese Automatik-Scooter, du musst die Bremse ziehen und kannst dann erst anlassen. Guck mal, die haben sie überbrückt. Ich ziehe keine Bremse. Guck mal, ich mache nur. Geil, oder? Feier ich. Jo, das Zentrum von Koh Kut, würde ich mal sagen, ist Klong Chau Beach. Das ist einfach, da ist die meiste Dichte von Bars, von Menschen auch, von ein bisschen Leben. Also wenn auf Koh Kut Leben ist, dann ist es in Klong Chau Beach, und das zeige ich euch jetzt. Hier bei diesem Koh Kut-Zeichen, da fahrt ihr einfach weiter. Hier ist Tinkerbell Resort, ihr fahrt einfach weiter. Und die nächste Straße links, die ist es.
Also diese Ecke ist, wenn dann die, da wo auch die ganzen Pubs sind, so im Umkreis von ein paar Metern. Und hier ist natürlich auch der dazugehörige Klong Chao Beach. Wenn man so möchte, der Hauptstrand. Aber ich sehe es nicht so. Also ganz ehrlich, der unspektakulärste Strand. Es ist der unspektakulärste Strand von allen, wo wir waren. Es ist der unspektakulärste Strand. Und auch der erste Strand, wo jetzt nicht Müll, aber ein Haufen Naturunrat rumliegt. Guck mal. Also das hier, direkt Tinkerbell Resort hier, das mag ja gut sein, ich möchte es nicht schlecht reden, aber komm nach Kokut, aber komm nicht hierher, das rentiert sich nicht. Wir fahren weiter zum Wasserfall, meine Freunde. Wasserfall, habe jetzt richtig Bock und das ist auch der beste hier. Auf Kokut. Seid gespannt, meine Freunde. Ich habe mir den Internetmoment gegönnt. Ich bin an diesem Seil ins Wasser geschwungen. Und es war geil, es war mega. Ich suche mir immer, wenn ich zu Hause bin, bevor ich irgendwo hinfahre, suche ich, wenn es weiter weg ist, suche ich mir so einen Ort aus, wo ich sage, da an dem Felsen sitze ich, wenn ich in echt da bin. So. Und dann freue ich mich schon, auf dem Felsen zu sitzen. Und hier im Wasserfall war es eben das Seil, wo ich mich dann reinballer ins Wasser. Und es hat wirklich mega Spaß gemacht. Ansonsten würde ich sagen, der Wasserfall ist interessant. Einfach mal so Nachmittagsausflug. Momentan ist ein bisschen wenig Wasser. Aber es ist eine schöne Erfrischung, es ist ganz witzig. Es sind permanent Leute natürlich da. Also hier ist schon auch so ein, ich sag mal fast schon Filter der Insel, wo sich dann doch irgendwie die Leute wieder zusammentreffen. Aber ist geil. Also solltet ihr auf jeden Fall mal gucken, macht Spaß, kann man coole Fotos machen, meine Freunde. Der Weg ist ein bisschen steinig, aber innerhalb 5-6 Minuten bist du da, also easy. Weiter geht's. Pizza, Pasta, Pasta, Pizza, wer kennt es nicht? Ist eigentlich immer gut besucht und Qualität passt. Für thailändische Pizza ist sie gut. Genauso gibt es natürlich auch ein bekanntes Burgerhaus hier. Und die ganzen Bars, wie zum Beispiel Sunset Bar, die natürlich gut ist im Sunset, klar. Oder auf dem Weg zum Wasserfall zum Beispiel. Bartist ist auch eine ganz bekannte Bar, die sich Rang und Namen hier gemacht hat, auf Kokut natürlich. Da kann man mal vorbeifahren. So, jetzt unterhalten wir uns mal über Preise, meine Freunde. Kokut ist nicht günstig. Also, wenn du ein Resort haben möchtest, eine Unterkunft direkt am Strand, wirst du erschrecken, garantiere ich dir. Gib bei Google jetzt ein Kokut Unterkunft oder Hotel, Resort, egal. Und Google gibt dir immer eine Landkarte an. Also mit den Preisen dann, die zeigen dir. Du fällst vom Stuhl, garantiere ich dir. Also es ist ganz normal, dass eine Unterkunft direkt am Strand 3000 Baht kostet. Findest du etwas Günstiges, ist es um die 2000 Baht. Aber das ist dann alt, das ist dann, also ich sag mal, der Durchschnitt liegt bei 3000 Baht die Nacht. Eher tendenziell nach oben. 3,5, 4, 5, 6, 7, 8.000 Baht die Nacht. Und ich habe auch schon gesehen, 13.000 Baht und unglaublich. Du kannst natürlich günstiger nächtigen, wenn du jetzt irgendwo weiter hinten bist. Wenn du jetzt sagst, du, ich habe eh einen Scooter, mir ist es egal, ich fahre da jetzt drei Straßen weiter hinter, dann kommst du auch für 450, 500 Baht, 600, 700 Baht, 800 Baht, kommst du dann schon auch weg. Aber dann sind es wirklich oft kleine Hütten, nur die reichen, keine Frage, die reichen. Ich sag mal, wenn man ein paar Tage da ist, gönnt euch mal so ein Ding, wo ein bisschen weiter vorne am Strand ist. Das ist schon, das hat man nicht alle Tage. Und wenn du mal so 80 Euro die Nacht zahlst, das zahlt man in München in einer
eine schäbigen Unterkunft auch die Nacht, wisst ihr, mit Autobahnlärm. Deswegen, wenn man es jetzt mal so sieht, gönnt euch das mal ein paar Tage. Auch mit den Preisen beim Essen natürlich. Es ist eine Insel und ihr könnt es auf keinen Fall mit Koh Chang vergleichen. Koh Chang ist einfach irgendwo näher am Festland, hat eine Autofähre, da ist es möglicher, einfach, das ist besser möglich, mit den Pickups, mit den Trucks Essen dahin zu bringen. Koh Kut muss alles im Boot gefahren werden und irgendwo verstehe ich das auf jeden Fall. Es ist alles teuer natürlich, es ist alles irgendwo teurer. Wenn du jetzt ein Bier trinkst im Restaurant, kostet dieses 120, 130, 140 Baht, ein großes Chunk. Deswegen kauft im Supermarkt. Es gibt diese, ich sage immer Tante Emma, Thai Te Emma Ladens. Kauft in diesen Thai Te Emma Ladens euer Bier Chunk, da kostet dann ein großes 70 Baht. Ist okay. Es gibt keine Sevens, es gibt keine Tescos, es gibt keine großen Ketten hier. Hier scheppert es ordentlich, wenn ich hier fahre. Ich habe auch nur Rücktrittsbremse. Natürlich standesgemäß der Leihscooter, die Vorderbremse ist im Arsch. Jetzt wieder laufen lassen. So Inselroads, ich liebe sie. Links und rechts ist es einfach nichts. Schöne Mittelstreifen, in Gelb auch noch. Luxus, meine Freunde, Luxus. Ich hau's auf die Schnauze nur wegen euch, Mann. Oh, fuck. Tiefsand, Tiefsand. Oh. Ihr seid live dabei. Inseltour Koh Kut, meine Freunde. Die pure Natur. Das Paradies oder was? Das Paradies oder was? Guck mal. Yo, wir sind in der Nähe des Ao Prao Beach. Hier geht's zum Strand, heißt es. Yo, meine Freunde, Scooter hier abgestellt. Gehen wir jetzt mal Ao Prao Beach. Guck mal. Hier ist schon ein ganz nettes Strandlokal. Hier so ein bisschen mit einem Pool, also liegen, ein paar Sitzsäcke und dann bist du schon gleich wieder am Strand. Schaut mal, das ist ein unglaublich geiler Strand mit den typischen Koh Kut Hängematten im Wasser. Ihr seht sie, wenn ihr seht, ja, hier ist typisch Koh Kut mäßig dieses eine Lokal, diese eine Strandbar. Ihr seht selber, der Massentourismus ist hier einfach nicht da. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und dieses Übermaß, dieses Überangebot an Bars und Kneipen, wie man es so aus Koh Chang kennt, hast du hier in Koh Kut auch nicht. Also wir sind hier schon an der Hauptstraße mal, sag mal, hier und da mal wieder irgendwelche Lokalitäten. Aber da sitzen dann halt mal zwei Leute drin. Oft sitzt niemand drin, wisst ihr? Und oft mal nur einer. Und dann aber auch wieder 3 Kilometer nichts. Und ja, ist ganz anders. Also man kann diese Inseln überhaupt nicht vergleichen, gar nicht. Und die schönere ist auf jeden Fall Koh Kut, meine Freunde. Also es ist vom Wasser, vom Strand, von allem her schöner. Aber von der Party und vom ganzen, vielleicht auch alternativen Lifestyle, vom Vibe ist Koh Chang natürlich das Geile, ganz klar. Jetzt geht es wieder so einen miesen Berg hoch, guck mal. So sieht Koh Kut Hinterland aus. Es ist hier ganz oft so, wo du einfach nicht weißt, es werden diese Hütten vermietet oder wohnt da jemand. Auch oft in den Bars, wo man sich denkt, so, darf man sich da jetzt reinsetzen oder ist es von jemand die Terrasse? Weil es ist auch nicht so viel los. Also es ist so ein bisschen, es geht in meinen Augen so fließend über. Da glaube ich, haben einfach ganz viele Leute ihre Terrasse zur Bar hergerichtet und hängen ein Schild draus und dann geht's los. Aber in Summe kann man sagen, ja, es ist einfach nichts los. Wer das sucht, wer das liebt, wer die Seele baumeln lassen möchte, wer irgendwo auf seine Gedanken ordnen möchte, der ist hier genau richtig. Es ist Aoyak Bay, meine Freunde. Das ist ein Strand eigentlich so direkt im Süden. Und da gucken wir mal, was uns hier geboten wird.
Way, meine Freunde. Das sehe ich noch als erstes für jüngere Leute. Da hat man so ein bisschen Strandbar-Feeling noch. Da sind auch so ein bisschen für junge Leute. Und ich sehe zum ersten Mal, sehe ich Single-Menschen hier auf. Davor waren es immer Pärchen. Es sind immer Families auch oft. Aber meistens sind es Pärchen hier. Ja. Aber hier sehe ich auch ein paar Singles. Also für junge Leute, ich will nicht sagen, dass hier die fette Party ist. Aber ich glaube, das hier ist noch eher das, wo man sich eingehen lässt, ja, von der Optik her. Ich zeige euch mal wieder so eine kurze und so eine Far Cry-Szene. Guck mal. Also wenn das nicht Far Cry ist, meine Freunde, absolut, absolut. So, jetzt laufen wir noch mal ein bisschen am Strand entlang, weil es ist schon geil. Also es sieht schon gut aus hier, keine Frage. Gefällt mir gut. Ordentlich weißer Strand, ordentlich Palmen, die da reinballern. Schaut mal. Ja, es ist schon, es ist halt Kokut, daran erkennst du Kokut. So. Und natürlich wieder ganz wenig Leute am Start. Es ist nichts los im Paradies, ja. Also scheinbar waren die Leute nicht gut. Sind alle hier irgendwo in der Hölle. Ihr seid alle in Pattaya. Ich wiederhole mich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber man kann es nicht oft genug sagen. Diese Insel ist perfekt fürs Runterkommen. Wenn du Burnout hast, wenn du irgendwo sagst, ich habe Stress, ich könnte kotzen, ich könnte ausflippen. Wenn du egozentrisch veranlagt bist, egal was nicht stimmt mit dir, komm hierher, meine Freunde, komm hierher. Schaut mal, komm. Ja, was ist denn los? Ist das nicht cool? Also, ich finde ja, ich finde es ist cool. Und dieser Strand hier gefällt mir sehr gut. Ist ein schöner Strand, der ist nicht so groß, hat ein, zwei schöne Strandbars. Ich glaube, für junge Leute ist das schon mal eine gute Anlaufstelle hier. Aber trotzdem nicht zu viel erwarten. Es ist immer noch Kokut. Das ist Kokut, meine Freunde. Da bekommt es jetzt so ein bisschen Gefühl. Das ist Silence. Hört mal. Hört ihr irgendetwas Lautes? Außer Meer. Hört ihr hier irgendetwas Lautes? Hört mal. Es ist unglaublich Nature. Ich habe das Gefühl, das Motorrad ist schon länger nicht mehr bewegt worden. Eine gute alte Honda, weiß der Teufel. Kokut ist die Insel der Scooter. Wenn ihr hier seid, leiht euch einen Scooter aus. Scooter kostet am Tag, guter Preis, 200 Baht. Im Durchschnitt würde ich mal sagen, am Tag 250, 300 Baht. Wenn es jetzt ein neuerer Scooter ist, 350. Aber du kriegst eigentlich für 200 Baht schon einen Scooter. Ja, also meiner ist ziemlich am Arsch. Vorderbremse ist nicht mehr, Rücktrittsbremse passt. Sämtliche Sicherheitsdinger sind überbrückt. 200 Baht. Kokut ist tatsächlich so der, ich hau mich jetzt mal aufs Ohr und chill mich Style. Und wer eher so diese Backpacking Attitude verfolgt, der sollte Koh Chang besuchen, in meinen Augen. Da kann er mal, man kann ja mal so zwei, drei Tage hier Kokut machen, aber so die Atmo, die hast du hier nicht, meine Freunde. Die Atmo hast du in Koh Chang Lonely Beach, im Sunshine Coffee zum Beispiel. So eine Atmo, wenn ihr wisst, wovon ich spreche, habe ich hier auf Kokut noch nie entdeckt. Also, das gibt es vielleicht in ein oder zwei oder drei Bars, aber dann auch nur ausgedünnt. Und im Sunshine Coffee gibt es eigentlich tagtäglich ab dem Frühstück in der Früh. Tapao Beach. Das ist da, wo ich auch war. Da, wo ich genächtigt habe. Fahren wir jetzt hin. Hier ist zum Beispiel das Sea Far.
Oder ich war in dem Medee Resort. Hier auf dem Weg zum Beach das einzigste Fitnessstudio, das ich gesehen habe. Guck mal, da kannst du auch mal ein paar Hanteln schwingen. Da trainiert Hulk Hogan, meine Freunde. Das ist das einzigste Fitnessstudio, das ich gesehen habe. Und es wird angenommen. Es sind Leute da, es wird gepumpt und das jeden Tag. Pow Pow Beach, guck mal. Es ist perfekt zum Relaxen. Pow Pow Beach, meine Freunde. Auch ein super Strand. Hier ist das Resort, wo ich bin, Midi. Hier ist Farsi. Pow Pow Beach bin ich schon komplett abgelaufen in einem anderen Video und das verlinke ich euch am Schluss. Guckt es euch an und wisst ihr, was da abgeht. Es ist auf jeden Fall auch einer der super Strände. Jo, Fazit möchte ich euch auf jeden Fall wichtige Dinge noch mitgeben. Und zwar, in meinen Augen ist Koh Kut schon noch ein Geheimtipp. Auch wenn es seit vielen Jahren so in Reiseführer angepriesen wird und die Leute sprechen drüber und man kennt so ein bisschen, hat schon gehört. Aber es ist eigentlich immer noch ein Geheimtipp, weil ich glaube, dass die meisten Leute einfach in Koh Chang schon hängen bleiben, die erste Insel so, und dann vielleicht gar nicht mehr weiterkommen. Vielleicht schaut man noch Koh Mak an, aber Koh Kut lässt man so irgendwie und das ist ein bisschen schade, das sollte man nicht tun. Weil in meinen Augen ist Koh Kut ein wunderschöner Ort in Thailand, wo du Urlaub machen kannst. Kommt hierher, wer weiß, wie lange das noch so ist. Es ist wirklich eine der Top-Ziele hier in Thailand, das kann man sagen. Also es gibt sicher auch viele andere schöne Orte noch in Thailand und schöne Inseln auch, gar keine Frage. Will ja gar nicht streiten, aber ich finde, dass Koh Kut eine zu den besten dazugehört. Also das kann man nicht absprechen. Es ist wunderschön. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen die Insel gezeigt. Ich habe euch mal die Stände gezeigt, die ich gut finde. Zum Beispiel die Nebo Bar oder die Taban Bar oder Batist. Das sind alles Bars, die haben sich hier auf Koh Kut schon Rang und Namen gemacht. Man kennt sie, man fährt dahin und das sind Bars, die sind mit Liebe geführt und mit Liebe eingerichtet. Das sieht total toll aus. Koh Kut kommst du in meinen Augen wirklich nur, und ich wiederhole mich, aber du kommst zum Chillen. Du chillst bei dir im Resort und in deiner Unterkunft, dann fährst du zum Strand, bleibst da ewig, schaust den Sonnenuntergang an, danach chillst du noch vor deiner Hütte ein bisschen. Und dann, wenn es nicht reicht, dann kannst du immer noch in die genannten Bars fahren, aber erwart nicht, dass da die fette Sause geht. Aber guckt euch selber an, es ist einfach alles, ich sag mal, Koh Chang geteilt durch 1000, das Angebot. Also es ist wirklich so. Du fährst diese Main Road und dann kommt mal da so ein Thai-Te-Emma-Laden, so ein Thai-Supermarkt, dann kommt mal da so ein Restaurant, dann kommt mal irgendwie da drüben so eine Fruchtbar und dann irgendwann kommt mal eine kleine Pub so, aber es ist überall nichts los. Für mich ist Koh Kut immer noch ein Geheimtipp. Und jetzt guck mal, ich bin hier am lokalen Fußballplatz, am dem Fußballplatz vom 1. FC Koh Kut, meine Freunde. Und was natürlich nicht fehlen darf, wenn es regnet, die Sicherungen vernünftig abgesichert. Amazing Thailand, meine Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Das war meine Folge von Koh Kut. Guckt auch meine Koh Chang Folgen an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Guckt meinen ganzen anderen Kram, den ich mache, weil ich wohne hier und ich teile euch meine Gedanken mit, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, abonniert meinen Kanal, abonniert die Glocke und kommentiert vor allem. Ich möchte von euch jetzt wissen, wart ihr schon mal auf Koh Kut? Wie habt ihr das wahrgenommen? Wo wart ihr da? Habt ihr vielleicht noch einen Geheimtipp? Habt ihr irgendwas, was man wissen muss? Lasst es mich wissen, schreibt in den Kommentaren. Ich freue mich und ich wünsche euch was, meine Freunde. Peace, euer Stefan. Baby, you give me